Hallo, meine Lieben. Wir spielen heute die drei Fragezeichen. Geheimnis der Schattenhelden ist eine Handy-App. Kostet, glaube ich, 4,99 €. Ist meiner Meinung nach auch absolut wert. Hab das mit meinem Sohn schon mal angespielt. Wir werden heute das Ganze hier let's playen und werden die verschiedenen Abteile unten in der Beschreibung verlinken. Das heißt, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, braucht ihr einfach nur auf die Zahl klicken und dementsprechenden Abschnitt und schon kriegt ihr sozusagen die Lösung von uns. Obwohl Sommerferien sind, brennt in der Zentrale der drei Detektive schon vor Sonnenaufgang Licht. Blackie! Nicht erschrecken, Blackie. Ich bin's nur. Nur gut, dass Tante Mathilda entgangen ist, wie ich in diesem Outfit das Haus verlassen habe. Hoffentlich hat Peters Vater unsere Abmachung nicht vergessen. Justus Jonas von den drei Detektiven? Henry Shaw. Morgen, Justus. Das Team nutzt bereits die blaue Stunde, um die Morgenstimmung einzufangen. Schaffst du es bis Sonnenaufgang zum Leuchtturm? Klar. Aber sicher, Mr. Shaw. Vielen Dank für den Gastauftritt. Der Cameo in einer streng geheimen Serie um Superspione ist mal was anderes als meine Rolle damals. Baby Fatso von den kleinen Strolchen. Peter und Bob kommen auch. Zumal ich euch als Detektive brauche. Einer unserer Darsteller, Danny Coleridge, hat mir eine befremdliche Mitteilung geschickt. Er behauptet, der Superhelden-Spezialanzug, den ich entwickelt habe, konnte ihn tatsächlich verkleinern. Ich schicke dir einen Screenshot seiner Botschaft. Sicherlich sorgen Sie sich mehr um den Verbleib von Darsteller und geheimer Ausstattung, die in Ihrer Verantwortlichkeit als Mitarbeiter der Firma Wonderworld liegen, als um den offensichtlichen Fake einer rein fiktionalen Sensation. Ich sehe, wir verstehen uns. Lass uns das Thema nachher vertiefen. Und vergiss die Maschine nicht. Justus ist zuversichtlich. Seine Maschine befindet sich auf einem verlassenen Grundstück, nur einen Steinwurf vom Schrottplatz entfernt. Da hat er schon einen ganzen Schrottplatz und stellt seine Maschine woanders hin. Okay, ein kleiner Zwischenfall. Solange Rocky Beach für das Grundstück keine Pläne hat, ist meine Maschine hier sicher. Dann mal los. Schließlich habe ich versprochen, pünktlich zu sein und mich des neuen Falls anzunehmen. Da hat er echt so einen ganzen... Na? Ach hier, Schlüssel. Einen ganzen Schrottplatz und er nimmt diese kleine Hütte. Meine Maschine. Na, Erster? Gut aus den Federn gefunden? Ich bin mit Peter gerade am Set eingetroffen. Mein Vater hat einen neuen Fall für uns. Ich bin im Bilde Zweiter. Ich hole mein Motorrad, dann bin ich im Nu bei euch. Wirst du's schieben? Immerhin will dich deine Tante erst fahren lassen, wenn du 18 bist. Dabei hast du längst den Führerschein. Und auf deinen Cousin Tai ist Verlass, wenn es um Mechanik geht. Ich habe nicht gerne Heimlichkeiten vor Tante Mathilda. Sie ist eben fürsorglich. Aber man muss nicht aus allem eine Staatsaffäre machen. Bis gleich, Kollegen. Noch ist meine Ausstattung nicht komplett. Okay. Noch ist meine Ausstattung... Handschuhe braucht man natürlich. Helm. Ein Helm ist nicht nur für Bauarbeiter der beste Kopfschutz. Was haben wir noch hier? Der Zündschlüssel. Na komm schon. Oh. Ist klar. Da hat er doch etwas Schönes angerichtet. Sein Motorrad hingestellt. Okay, an den Schlüssel kommt er nicht. Brauchen wir auch eigentlich erstmal nicht, glaube ich. Stolperfallen sollte ich meiden. Der stabile Balken markiert den Rand der Grube. Stolperfallen sollte ich meiden. Na gut. Schade um das schöne Haus. Home Sweet Home sieht anders aus.
Also hier ist sowas wie ein Eingang. Na, okay, das ist dasselbe. Da waren wir. Stolperfallen sollte ich meinen. Also ich bin auch manchmal, ich klicke dann hier einfach durch. Einfach mal den ganzen Bildschirm berühren. Wird schon das Passende irgendwann bei sein. Home Sweet Home sieht anders aus. Okay. Home Sweet Home sieht anders aus. Ja, das habe ich verstanden. Hier ist auch nichts. Von hier oben ist einfach nichts zu machen. Okay. Holmes? Naja, ich verstehe schon. Also irgendwie hängen wir jetzt irgendwo fest. Aber da kann man immer hier auf das Buch klicken. Ja, das Motorrad steckt im Keller fest. Wo war hier früher der Zugang und was steht heute noch? Ja, okay, aber das haben wir gefunden. Also den Zugang ist ja, würde ich mal sagen... Home Sweet Home sieht anders aus. Ist ja wohl der. Da kann man aber nichts anklicken. Holmes. Home Sweet Home sieht. Home Sweet Home sieht anders aus. Die Überreste des Baums, der auf dem Verkaufsschild zu sehen war. Dann müsste hier unter dem Schutt der Zugang zum Keller liegen. Das ist ja wohl ein Witz. Also, die ganze Zeit, was wir gesucht haben, war jetzt davon abhängig, dass wir auch auf den Baum klicken. Ach so. Und das war dann... Ich bin noch nicht dafür gewappnet. War dann auch der Hinweis... Tatsache. Also, man muss wirklich auf alles achten. Hier der Baum. Da das Haus. Und hier der Eingang. Ja, man musste erst auf den Baum klicken... um da weiterzukommen. Denn ich weiß schon, das habe ich gesehen, man braucht die Schubkarre. Ich weiß nicht, ob man die Schippe braucht. Ne, die braucht man nicht. Ja, und jetzt die einzelnen Sachen hier weg. Also wichtig, erst auf den Baum klicken. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich glaube, jetzt war den Schutt weg. Und weiter geht das fröhliche Abtragen. Und wieder haben wir 10. Weg damit. So. Bevor ich in den Keller steige, sollte ich den abgetragen. Ja, nochmal den Schutt wegbringen. Machen wir doch. So. Schubkarre lässt er auch da stehen. Nur sehr gut, schön. Dass im Notfall Peter und Bob wissen, wo ich meine Maschine versteckt habe. Guck mal, der Keller, der ist 10-mal größer als dieser kleine Schuppen. Das Hinterteil ist zu schwer, um es anzuheben. Aber wenn ich das physikalische Hebelgesetz anwende... Vorausgesetzt, ich habe einen Aufleger und einen Hebel. Gut, also suchen wir jetzt hier. Klicken wir wieder fleißig an. Die Leiter, die Säge kann man nehmen.
Den Rest scheint man nicht nehmen zu können. Gehen wir nochmal raus. Stolperfallen sollte ich mal. Ist nicht. Der stabile Balken markiert den Rand der... Stabiler Balken. Also auch alles, was die sagen, ist immer so ein kleiner Tipp. Stabiler Balken. Hier ist nichts. Doch. Von hier oben ist... Noch irgendwas? Der sah eben ein bisschen kleiner aus. Jetzt ist er auf einmal so riesig. Wie schon Archimedes in der Antike erkannte, sehr schön. Ein Hebel ist nichts weiter als ein mechanischer Kraftwandler. Man muss nur den Dreh heraushaben. Und zack. Und aus Justus Jonas wird Herkules. Na bitte. Ein bisschen weit hergeholt, aber okay. Lassen wir heute mal durchgehen. Wollen wir das Motorrad mal rausholen. Ach, so langsam artet das in Arbeit aus. Wäre wahrscheinlich schon längst da, wo er hin wollte. Den Schlüssel nicht vergessen, oder? Unerreichbar. Na toll. Irgendwas hier nehmen? Schlüssel ist unerreichbar. Das ist nicht gut. Das ist hier zu riskant. Stolperfallen sollte ich meiden. Okay, eigentlich sah das aus wie Wasser. Also ich habe echt gedacht, da liegt Wasser in der Grube. Okay, ist ein Bügelbrett oder was ist das? Sieht aus wie eine riesen Pfeile, aber ich glaube, es soll ein Bügelbrett sein. So, aber jetzt. Na, wer sagt's denn? Sehr, sehr riskant. Hallo? Alles. Ist da jemand? Oh, Mann, haben Sie mich erschreckt. Völlig tarnt, die Frau. Du Spitzbube, was du hier im Schilde? Ich? Na, hören Sie mal. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Am Leuchtturm wird gefilmt. Gehören Sie zum Team? Nein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Du kannst einsperren, Hahn, aber Sonne geht doch auf. Ist sie gerade verschwunden? Leute gibt's. Jetzt aber los. Sie hat sich einfach in Luft aufgelöst, okay. Zum Glück ist es zum Leuchtturm gekommen.